aus ungewöhnlicher Perspektive recht herzlich willkommen bei Traindreams und ich starte auch gleich in das erste Thema rein. Ich habe heute mehrere Themen, die ich euch gerne zeigen möchte, was so die Zukunft angeht, was wir als nächstes machen wollen, was ich als nächstes euch gerne präsentieren möchte oder wie ich auch weiterbauen will. Das eine sehen wir jetzt schon mal hier unten. Das ist ja das Häuschen, was ich vor einigen Folgen schon gebaut habe, wer sich erinnert, mit den vielen Kabeln unten dran, wo die Beleuchtung sich automatisch teilt. Ich sehe gerade, hier ist eine Dachrinne schon abgegangen. Ja, es lag einfach zu lange rum. Ich muss es einfach jetzt einbauen. Ich mache mal ganz kurz hier die Signalschoner oder Signalschützer weg. Die habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt in einem Video, so dass wir uns mal ein bisschen besser sehen können, ein bisschen besser vorstellen können. Das Licht mache ich jetzt mal nicht an. Das ist auch gar nicht erforderlich, weil am Häuschen geht es ja sowieso nicht. Und da hatte ich mir überlegt, hier hinten ist ja die rote Brücke unschwer zu erkennen. Und an dieser roten Brücke geht es ja hinten zu der oberen Plattform, zu der ich gleich kommen würde, wo ich euch vor einigen Folgen oder vor zwei Folgen, glaube ich, gefragt habe, was wir drauf bauen wollen. Da möchte ich gleich mal drauf kommen. Machen wir aber gleich im Anschluss. Zuerst geht es mal um dieses Häuschen, von dem ich ja eben gesprochen habe. Das soll als Plan hier vorne sein Platz finden auf der Modellbahn. Das heißt, hier an dieser Stelle könnte ich mir das recht schön vorstellen. Und zwar hier hinten gestaltet ein Bahndamm. Noch ist es alles ein bisschen schwer vorstellbar, denn wir haben ja bloß die Erde hier drauf. Wir haben hier den Schotter drauf. Das ist alles schon fertig hier unten. Aber die eigentliche Gestaltung fehlt natürlich noch. Selbst an der roten Brücke hatte ich ja neulich schon mal gezeigt, dass ich jetzt einiges machen muss noch dran. Die hat ein bisschen gelitten. Zum Beispiel die gesamten Geländer, die hier überall drankommen, die sind alle abgefallen. Das Nachtlicht funktioniert alles. Das geht natürlich alles noch. Da ist nicht viel mit passiert. Und auch da werde ich mich widmen, wenn ich das hier vorne einbauen will. Das wäre so ein Projekt, was ich demnächst gerne angehen möchte. Hier liegt natürlich noch einiges auf den Gleisen rum, sehe ich gerade. Da hinten ist Dreck dran. Also ich muss sowieso, ich möchte jetzt die Bahn auch die Tage fertig machen, dass ich wieder fahren kann, dass ich auch mal ein paar Fahrvideos euch präsentieren kann davon. Und zu dem Thema kommen wir gleich, wenn ich ein bisschen höher schwenke. Aber wie gesagt, nochmal zu dem Häuschen. Ich habe erst überlegt, wo es hin soll. Ob es hier vorne, das sehen wir jetzt gerade nicht. Hier ist eine Signalbrücke. Und das wäre mir zu dicht. Das soll ja kein Stellwerkhäuschen sein. Hier steht ja hinten dran Werkstatt. Ich hoffe, man kann das ordentlich lesen hier auf dem Video. Ist ein bisschen unhandlich gerade für mich. Und ja, wie gesagt, als Bahndamm und dann natürlich einen entsprechenden Weg hier vorne ran. Und ich weiß nicht, kann man ein bisschen rumschwenken mal? Moment. So, ohne dass ich euch jetzt hier zu viel wegnehme vom Bild. Aber hier soll es halt hin. Hier ist eine relativ schmale Stelle an meiner Bahn, ist klar, weil wir sind ja an dem schmalen Teil meines Schrankes, der ursprünglich so gar nicht gedacht war, weil die Anlage, die Modellbahn selber, die sollte ja früher hier an dieser Stelle aufhören, denn es war ja eine Spur Z und da hätte das natürlich hier drüben ausgereicht. Das heißt, der große Teil, der hier natürlich in diese Richtung reingeht, der sollte ursprünglich bloß Modellbahn werden und der ganze Teil, der jetzt hier hinten rankommt, sieht man jetzt schlecht auf dem Video, also alles, was hier hinten wegkommt, was wir dem vor kurzem gebaut haben, das war gar nicht geplant. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Häuschen kommt hier hin, da kommt natürlich eine entsprechende Gestaltung. Das sind ja auch alles abnehmbare Module. Ich kann es dir mal ganz kurz hier zeigen, indem ich jetzt hier vorne hochhebe, da habe ich so einen kleinen Griff dran, kann ich das zum Beispiel alles abnehmen. Viele werden es wissen, das ist so ein Modul, da habe ich so einen Haken dran und unten drunter hatte ich ja vor einigen Folgen diesen ja, Stecker oder diesen Buchs hier rangebaut, dass die Beleuchtung für das Häuschen, für die ganzen Kabel da unten nah dran kann. Ja, das, aber da kommen wir die nächsten Folgen noch dazu, überhaupt kein Problem. Und hier unten ist ja ein bisschen Elektronik verbaut, die ganzen Weichensteuerungen unten drunter. Da komme ich mal in einem separaten Video drauf, das will ich euch alles mal zeigen. Da will ich auch mal einen Rundgang auf meiner MOBA machen, um euch das alles mal präsentieren zu können. Hier geht es jedenfalls rein. Selbst dieses kleine Teil hier an der Seite, das hier, selbst das kann ich abnehmen. Das ist nur so ein kleines Teil mit dem Stein hinten drauf, so dass ich auch hier an die MOBA schön rankomme. Und ja, das kommt dann wieder hier drüben rein. Das ist ein bisschen mit einer Hand jetzt hier gerade. Ich baue es jetzt nicht auf, bin ein bisschen fummelig mit einer Hand. Ist ja auch nicht gedacht, ständig an- und abzubauen. Das macht man äußerst selten mal, weil an die wichtigsten Teile komme ich ja hier vorne ran. Das wäre wirklich nur, wenn ich mit der Hand, ich kann es ja noch mal ganz kurz erklären, wenn ich mit der Hand hier unten rein muss. Da habe ich das ein Abnehmen gemacht, dass ich das eben entsprechend, jetzt hat es mich gepackt, jetzt will ich es reinhaben, nee, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu, ist zu fummelig, mach bloß nachher was kaputt. Das muss ja auch nicht sein. Ich würde sagen, ich schwenke mal mit der Kamera kurz hoch und bleibt dran, es geht gleich weiter, aber für euch wahrscheinlich in der nächsten Sekunde schon.
Aus der Perspektive von hier oben sehen wir jetzt die Stelle, die ich neulich gebaut habe. Das heißt hier der abnehmbare Deckel, wo meine Arkaden drunter sind. Auch das werde ich euch kurz präsentieren, indem ich es mal ganz kurz abmache. Das ist ja der Bereich. Und hier oben hatte ich ja in, ich glaube vor 2, 3 Folgen ja die Steinmauer modelliert. Und das ist jetzt der Teil, wo ich euch gefragt hatte, was da drauf kommen soll. Das habe ich mittlerweile ausgestattet mit, also nicht ausgestattet, sondern mit Erde hier oben versehen. Das heißt, ich habe hier schon Erde aufgebracht, die ist auch schon knochenhart, die ist schon fix und fertig fest oder irgend sowas in der Art, so dass hier auch drauf gebaut werden kann. Und da möchte ich mal drauf kommen. Hier hinten sehen wir übrigens die ersten Züge schon, die ich platziert habe. Also es geht wirklich bald los, dass ich hier auch mal ein bisschen was fahren lassen kann. Aber da habe ich nachher noch eine kleine Überraschung für euch. Das kommt aber im zweiten Teil oder im dritten Teil des Videos, keine Ahnung, was ich vorhabe. Und aber mal ganz kurz zu diesen. Wenn ich schreibe, ich verbiege den Maßstab, dann meine ich das tatsächlich so. Den Maßstab verbiege ich, indem ich hier, ich hatte ja gefragt, was wir da drauf bauen können. Ein ganz interessanter Fakt ist gewesen, dass ich mehrere Stimmen gesagt habe, mach da irgendwas mit Ruinen oder irgendwas Altes oder Okkultes. Und da habe ich mir hier so eine Ruinen ausgedruckt. Und zwar, ich hoffe, man sieht das jetzt hier alles so ein bisschen schön. Hier oben ist ja das Licht, was man so ein bisschen blendet. Eine Kirchenruine habe ich mir hier ausgedruckt. Die werde ich euch noch besser zeigen. Und zwar soll das eine Art kleine, verrottete, abgelegene, im Wald gelegene Kirchenruine sein, die hier zum Beispiel stehen könnte. Habe ich mir in zwei Größen ausgedruckt. Das heißt einmal hier ohne Grund und einmal mit. Die könnte hier auch stehen. Es ist jetzt eine Maßstabsfrage. Ich zeige euch mal ganz kurz was. Moment. In der Größe wurde sie ursprünglich entworfen. Aber das ist vom Maßstab auch alles in Ordnung. Wenn man sich die Züge anschaut, alles gut. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das passt hier oben nicht hin. Wie soll das aussehen? Was soll das sein? Warum soll da eine Kirche draufstehen? Oder eine Kathedrale schon fast. Zwar als Ruine, aber das passt nicht. Also hier, die kommt erstmal weg. Stattdessen eben war mein Gedanke, die ganz kleine hinzusetzen. Wenn wir uns mal vorstellen, Preis Alliance, komme ich gerade an welche ran? Nee, habe ich gerade nicht hier, nicht wirklich hier. Aber wir sehen ja die Züge hinten im Verhältnis. Und Moment. Ich habe hier ganz kleines Lineal von 75 cm Länge, was hier gar nicht hinpasst. Aber hier unten, das reicht schon. Wenn wir jetzt mal den Maßstab nehmen, das ist so circa 5 cm hoch. Und unten das Tor hier, das ist 2 cm. Und ein Preiserlein, sag mal 11 mm hoch, würde also ganz normal durch diese Tür passen. Also auf das Kleinste würde es auf jeden Fall passen, ist eine wunderhübsche Ruine. Also die kann man ganz, ganz toll gestalten. Hatte mich aber zum Schluss entschieden, das Ganze ein bisschen größer zu skalieren und hier hinzusetzen. Also ein bisschen größer zu machen. Ja, das ist so 6 cm hoch. Finde ich wirklich passender. Ich würde sagen, das hier wäre eher als Spur Z-Maßstab, das als Spur N-Maßstab. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Das heißt, diese beiden Dinge kommen hier nicht hin. Hier vorne kommt was anderes hin, das will ich euch demnächst zeigen. Hier habe ich auch schon wieder viele, viele, viele Bäume fertig gemacht. Zeige ich euch nachher auch noch ein bisschen was im Video zu. Und wie gesagt, hier oben kommt was anderes hin, das zeige ich euch noch. Das kommt auch die Tage oder die Wochen besser gesagt. Ich mache ja bloß Wochenupdates. Kommen wir gleich mal zu. Ich schwenke nochmal mit der Kamera um. Bleibt schön dran. Hier oben ist ja jetzt eine Perspektive, die den meisten von euch bekannt sein dürfte aus den letzten Folgen. Wir haben ja das kleine Holzlager hier, was ich gebaut habe. So hat man vielleicht mal ein kleines bisschen einen Überblick, wo das Ganze ist wo, oder hingekommen ist. Auch hier die abnehmbaren Platten, das habe ich euch ja alles schon gezeigt. Hier oben die eigentliche Bahnstrecke, gar nicht zusammengekoppelt, aber völlig egal. Ich habe nur mal einen Zug hingesetzt, dass man sich mal ein bisschen vorstellen kann. Hier drinnen ist ja das Gleis, wo der in das Holzlager reinführt, was ich gebaut habe in den letzten Folgen. Aber egal, es geht um diesen Bereich hier oben. Hier, wo die Bäume so lieblos drauf sind, die nehme ich mal ganz kurz runter. Das nennt man Vorbereitung, was hier gerade abläuft. Aber egal, ich hatte hier oben nämlich einiges probiert und so sieht das übrigens aus, wenn ich irgendwas probiere. So, alles runter. Schleifpapier, und zwar geht es jetzt um diesen Bereich hier oben.
Dieser Bereich wird ja ausgebaut. Wir sehen ja diese hässliche Rückwand hier. Das bleibt ja nicht so. Das Gelände endet ja hier oben. Und entsprechend kann ich ja nicht dann hier einfach so einen Quatsch dahin bauen. Hier kommt ein Gelände hin. Das ist, habe ich auch schon viele, viele schöne Dinge vorbereitet, was wir auch in den nächsten Tagen sehen werden. Wochen, entschuldigt bitte, Wochen-Update. Es kommt nicht in den nächsten Tagen. Und zwar dieser Bereich hier oben, das ist auch abnehmbar. Ich will es euch mal ganz kurz zeigen. Hier kann ich jetzt diese Platte abnehmen. Die ist wieder mit einem Magnet gehalten. Hier hinten hat sie so eine Ritze drin. Ich hoffe, man sieht das auf dem Video alles so ein bisschen. Und hier könnte ich zur Wartung reingreifen. Soll eine Ebene sein, die ich jetzt auch nicht unbedingt öfters abmachen werde. Ich versuche es mal wieder mit einer Hand hier reinzumachen. Die kommt also nur so reingeschoben hier. Ohne dass ich jetzt meine Eisenbahn, meine Lok hier vorne kille. Und dann wird es draufgeklickt. Ihr habt es gehört, der Magnet zieht das schön an. Und in diesem Bereich geht es. Hier kommt ein kleines bisschen Hügel hin. Das heißt, die beiden Gleise werden in keinem Tunnelportal verschwinden, sondern die werden in einem, so hinter einem Felsen verschwinden oder hinter einem Berg irgendwo verschwinden. Hier vorne ähnliches, das heißt, hier kommt auch sowas drüber gebaut. Ich weiß gar nicht, ob wir es gerade sehen. Moment, ne, ich glaube, das sehen wir gar nicht. Ist ja auch egal, oder? Ich versuche mal die Kamera zu drehen, ohne dass ich zu doll wackle. Entschuldigt bitte. So, da ist mein Arm im Bild. So, ein bisschen stille halten die Kamera. Das Stativ hat so einen Verlängerungsarm, das wippt manchmal so ein bisschen. Dieser Bereich hier. Hier ist ja das kleine Stellpult, was ich gebaut hatte, wo ich hier die Weiche stellen kann, was ich gesagt habe, was ich hier vorne alles habe. Und hier Bereich, hier ist ja auch der, der Weichenstellkörper. Der wird nachher nicht mehr zu sehen sein. Auch hier kommt ein kleines bisschen Gelände vor und das wird hier irgendwie verschwinden. Auch hier hinten kommt ein kleines bisschen hochmodelliert, aber die Fläche als solches wird eine Fläche bleiben. Ich mache mal die Kamera wieder ein bisschen zurück. So, ich hoffe, das wippt jetzt nicht allzu dolle. Wenn nicht, wenn ja, verzeiht mir es, aber das Stativ, wie gesagt, schwingt ein bisschen nach. Und zwar, die Fläche wird hier gestaltet. Hier wird eine klitzekleine Hochebene draus gebaut werden. Die wird nicht hoch sein, die wird vielleicht 1,5 cm hoch sein. Und an diese Stelle wird das große Kirchenruinengebäude hinkommen. Ich weiß noch nicht, wie ich stellen werde, wahrscheinlich so. Hier vorne wird es ein bisschen hübsch gemacht. Hier hinten, wie gesagt, die Grundplatte, die hier drunter ist, die werde ich noch entfernen. Das hatte ich mitgedruckt, aber brauche ich tatsächlich nicht. Oder ich drucke es nochmal ohne diese ganze Geschichte. Und direkt dahinter wird eine kleine Wand, eine kleine Felswand, ähnlich der hier unten nochmal hochgehen, wo das dann davor steht. Hier kommen ein paar Bäume, vielleicht ein bisschen symmetrisch oder beziehungsweise ich werde es auch verwuchern lassen. Vielleicht kommen auch Bäume als solches davor, hier diese, so eine Art von diesen Kiefern hier. Da habe ich ja jetzt 500 Stück von gebaut, das zeige ich euch gleich noch. Die, so dass das ganze Gebäude irgendwo ein bisschen verwunschen wirkt mit Efeu dran, ach will jetzt nicht, mit Efeu dran, mit allem möglichen, was mir so einfällt. Und zwar hatte ich mich für das größere Gebäude entschieden. Es kann passieren, dass es mich rippelt und rabbelt und ich das Ganze so 1 cm oder 2 cm kleiner drucken werde nochmal ohne den Grund, so dass es vielleicht noch ein bisschen besser in die Landschaft reinpasst. Das werde ich euch aber alles noch zeigen. Dann, wie ich das nach Gebäude nachher ausbaue, das zeige ich euch separat auf Model Creation, auf meinem Bastelkanal. Das hat hier nicht viel zu suchen. Das werde ich dort praktisch gestalten. Und dann irgendwann wird es hier eingebaut werden. Das sind also die Optionen, die ich jetzt irgendwo habe. Also entweder hier oben die Landschaft gestalten, das davor gestalten. Hier drüben, was ich euch vorhin gezeigt hatte, dieses abnehmbare Plateau mit der Erde oben drauf, wo ich die Kirchen zuerst hinsetzen wollte. Oder unten das Häuschen, was wir ganz zuerst hatten, wo ich die Platte abgenommen habe, wo ich dann mit den Lichtwechsel das drauf mache. Die drei Optionen habe ich mir erstmal gesetzt. Das wird sowieso alles gebaut. Aber wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr sagen würdet, ey Uli, zeig mir lieber das mit dem Häuschen, zeig mir lieber das mit dem abnehmbaren Plateau oder zeig mal das mit der Kirche, gehe ich auch gerne drauf ein, aber es müsste relativ zeitnah, das heißt mit dem Erscheinen des Videos an dem Wochenende passieren, dass ihr mir sagt, was ihr gerne sehen wollt. Natürlich, wie gesagt, werden die Gleise jetzt alle gereinigt und ich werde die Züge entsprechend natürlich auch fahren lassen hier. Überhaupt kein Problem, weil ich bin ja selber drauf und dran, das Ganze wieder ja schön zu machen und zu haben. Da würde ich sagen, eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Ich überlege mir, wo ich es euch zeige, ob ich es jetzt auf der Bahn zeige oder ob ich es auf meiner, oh, ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen, oder ob ich es euch auf meiner Bastelstelle oder an meinem Schreibtisch zeige, werden wir sehen. Auf jeden Fall kommt noch was. Freut euch, bis gleich. Bleibt dran!
Und wenn wir schon mal dabei sind, heute ungewöhnlich zu sein, was meinen Videoschnitt angeht oder meinen Videostil angeht, dann gleich richtig. Wir haben den Blick gerade auf meinen Arbeitsplatz. Auf meinen Arbeitsplatz habe ich gerade die Tage, ich mache mal ein bisschen mehr Licht an, habe ich gerade die Tage meine Bäumchen gebaut. Das sind 500 Stück circa, die ich alle einzeln getunkt und getaucht und die Stiele bemalt habe und so weiter und so fort. Komme ich aber nochmal zu, wollte ich euch eigentlich heute noch mit im Video zeigen, aber ich denke mal, das wird alles ein bisschen zu viel, ein bisschen zu lang, das brauchen wir auch nicht. Ich nehme das mal von meinem Basteltisch runter und zeige euch mal den Chaosplatz, den ich hier so habe. Augenblick. So. Weg damit, denn ich wollte euch ja was zeigen. Und zwar habe ich mal wieder was bestellt. Ich lege es mal so rum. Das möchte ich euch gern zeigen. Das habe ich mir neulich gekauft. Machen wir mal auf. Also es ist komplett zu. Ja, also ich habe es noch nie geöffnet. Keine Ahnung. Hier kann es der größte Schund drin sein, den ich jemals gekauft habe. Dann seid ihr da mehr oder weniger live dabei, weil ich würde es nicht rausschneiden, wenn ich hier statt dessen, was ich gekauft habe, Backsteine gekauft habe. Ich weiß es nämlich nicht. So, wollen wir es mal öffnen. Aufreißen. Moment. Ich hoffe, das raschelt nicht allzu laut, aber ich habe ja ein Richtmikrofon, das könnte gehen. Die große Tüte, aber das ist ja auch von unten eigentlich jetzt hier. Und hier drinnen. Das kann alles weg, da ist nichts mehr drin. Keine Gummibärchentüte wie sonst. So. Nochmal schön vorbei. Also ich muss mal dazu sagen, viele jammern immer. Ich habe das bei eBay, kann man ruhig sagen, gekauft. Und viele haben immer das Pech und sagen, ah, ich habe da nur Mist gekauft, das war alles kaputt und alles hinüber. Wenn ich sehe, wie toll das hier verpackt ist, das ist von einem privaten Verkäufer, kann ich habe noch nie wirklich Pech gehabt. Denn ich habe schon viele, viele Modelle gekauft. Guckt euch das mal an, es ist nochmal verpackt. Ja, also so stelle ich mir das vor. Und so macht das auch Spaß, was zu kaufen. Und ich habe wieder das Problem noch nicht gehabt. Vielleicht erkennt der eine oder andere schon, was das jetzt hier ist. Ich lege es mal auf den Tisch. Und zwar ein Konvolut. Ich habe mich da so drüber gefreut. Die meisten werden es kennen von euch. Das ist von der Firma Dingler. Ihr seht schon eine digitale Lok mit Adresse 3. Das werde ich natürlich entsprechend umprogrammieren. Das zeige ich euch natürlich auch alles noch in den Videos, in den kommenden. Denn hier an diesen Modellen wird auch einiges getan. Die werde ich so nicht lassen. Hier haben wir das von der Reling. Und vielleicht, ich kann mir vorstellen, viele haben das Modell auch. Ich habe mich jedenfalls drüber gefreut. Vor allem gleich digitalisiert. Muss ich da auch nicht rein nochmal was einbauen. Das heißt, ich werde die Lok sowieso aufmachen. Ja, das wird also sowieso passieren, denn die wird nicht so rot bleiben, wie sie ist. Das heißt, diese Lok wird von mir... Wartet mal, ich will mal ein bisschen ranzoomen. Augenblick mal kurz. Ihr seid wirklich heute live dabei, ihr werdet es jetzt merken. So, ich zoome euch mal noch das Ganze noch ein bisschen weiter ran. So, passt das schon? Und ja, wen es wundert, ich habe hier eine Fernbedienung auf der Seite, wo ich das Ganze ranzoomen kann hier. Und eine wunderbare kleine Lok. Das ist von der Deutschen Post, das sehen wir hier schon. Und das Konvolut war natürlich so vollständig, deswegen hatte ich mich auch so wahnsinnig drüber gefreut, dass auch die Wagen dabei sind. Auch die werden von mir noch umgebaut werden. Das heißt, die Wagen werden in dem Fall umgebaut werden. Ach Gott, jetzt habt ihr ja hier völlig... Moment, ich gehe noch mal ein bisschen weiter weg. Das geht ja so gar nicht. So, das stellt das scharf, ja, ich denke schon. Das war jetzt Zufall, dass ich in die Kamera geguckt habe. Das ist ungewöhnlich für mich. Normalerweise filme ich ja anders. Und wenn ich rede, sowieso anders, weil da sitze ich ja dann eigentlich immer vor der Kamera. Das wisst ihr, heute seht ihr mich gar nicht. Ich hoffe, ihr vermisst mich nicht allzu dolle. Ich versuche das jetzt hier mal rauszukriegen, ohne den Karton zu zerstören. Da bin ich nämlich auch kein Freund von, dass man die Kartons kaputt macht. Man weiß ja nie, was man mal vorhat. Vielleicht möchte man sie mal wieder weiter veräußern. Ja? Aber so wie ich sie umbaue, werde ich sie eh nicht weiter veräußern können. So, und schaut euch den Wagen dazu an. Da ist er. Das heißt, der wird von mir noch so weit umgebaut, dass der logischerweise beleuchtet wird. Auch logisch. Das fehlt mir an der Lok übrigens auch. Das weiß ich. Die hat hier vorne nur angedeutete Lichter. Da werde ich mit Sicherheit noch, da muss ich aber gucken, ob der Decoder das hergibt, Beleuchtung ranbauen. Ansonsten werde ich die Beleuchtung anders machen. Das heißt, hier hinten kommen ja umgebaut von mir. Ich gehe nochmal, jetzt kann ich ja wieder ranzoomen. So,
Wo bin ich denn hier? So lang muss ich gehen, ja. Ich hoffe, stell dir das scharf. Ja, ich denke, ja, okay. Dass hier magnetische, stromführende Kupplungen rankommen. Natürlich an den Loks auch. Das habe ich ja bei zwei Loks schon gemacht bei mir. Das heißt, die Stromaufnahme erfolgt nicht nur über die Lok. Das heißt, bei dem Modell, glaube ich, wird sowieso nur an den äußeren Seiten der Strom abgegriffen. Das wäre mir zu wenig. Das heißt, da könnte es zu Rucklern kommen auf der Bahn, das möchte ich nicht. Deswegen nehme ich ja Strom sowieso über die Achsen ab, mache eine Beleuchtung rein, dann kommen die stromführenden Magnetkupplungen ran und dann wird vom Wagen an die Lok der Strom gesendet, sodass die Stromaufnahme überall erfolgen kann. Natürlich auch mit dem dritten Wagen, den lasse ich jetzt mal hier drin. Ja, den brauche ich jetzt nicht. So, dass man sich das alles gegenseitig mit Strom, selbst wenn ich an die Lok jetzt hier hinten Güterwaggon anhängen werde, auch die kriegen alle Stromabnehmer dran, die bekommen alle von mir die stromführenden Magnetkupplung. Das habe ich ja bei einigen Sachen euch schon mal gezeigt. Das werde ich auch hier machen, wie ich es einbauen werde, wie ich es anschließen werde und das natürlich auch mit dem Wagen, mit der Beleuchtung und allem drum und dran. Und genauso kann ich nämlich dann auch die Beleuchtung hier vorne nicht über den Decoder schalten, sondern mir den Strom hinten von den Wagen mit holen, beziehungsweise einfach von dem Strom abnehmen über einen Wechselrichter und dann werden die einfach angehen, wenn ich fahre mit der Lok. Da habe ich überhaupt kein Problem. Ich muss mal gucken, dass ich im Bild bleibe. Die Kamera, die hängt über einen Meter entfernt hier von mir. Ja, das ist also mein Plan. Das habe ich vor. Also mit diesen Modellen werde ich mich die nächste Zeit beschäftigen und mit vielen, vielen, vielen ganz tollen Loks, die ich auch gekauft habe. Die zeige ich euch jetzt nach und nach in den Videos immer mit, die ich auch zum Teil noch umbauen muss, die einen Decoder bekommen müssen und so weiter und so fort. Da habe ich richtig, richtig tolle, schöne Schätzchen gefunden. Und hier, das war es noch, was ich euch heute zeigen will. Dann würde ich sagen, dann mache ich für dieses Video heute Schluss. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Freitag 16 Uhr wieder. Da bin ich für euch da und ihr für mich. Das wäre natürlich ganz toll. Und dann sage ich bis dahin, macht schön gut. Tschüss, euer Uli. Heute mal ohne Gesicht, aber ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu doll vermisst. Bis dahin, macht's gut. Ciao.